So, meine Damen und Herren, da kommen wir dann wieder mit ein bisschen Verspätung und Versetzung am Mittwoch, dem 8. Januar um 23:55 Uhr nochmal zurück zu Schnapperlite 3, die Vollbetät. Herunterladbaren Dienstreisen und den 4 DLC. Add-ons, drei Teile rund um Churchill und ein um Hitler. Und wir fangen natürlich an, erstmal mit Churchill 1, Churchill 2 und dann Churchill 3, bevor wir dann in Hitler gehen. Und zwar Churchill Teil 1 oder Part 1. Ich kenne eher Teil 1, nicht Part 1, weil er meine Folgen bei Part 1 beschissen mich tot heißt. Mit Teil 1, Churchill und dem Namen E im Schatten. Das war jetzt nur für das Zielfernlauf. Dazu gibt es, glaube ich, keine Vorgeschichte. Oder ein Intro. Ich nichts wissen nur davon. Wenn wir was sehen. Intelligence operatives in North Africa have uncovered a plan to assassinate Winston Churchill. The source is unclear, but they also mention a fresh deployment of specialized troops for the task. More elites? And then my name comes up. Even your desert ghost can't stop them. Which brings me back to Siwa, won and lost since my last visit, once again held by Axis forces. Somewhere in its walls are answers to new questions. I'll approach from the north, with a choice of entrances. Inside, I should prioritize shutting down their communications before I look for answers. Perhaps set up a distraction and take out any targets of opportunity. Enemy presence looks like it shouldn't pose much of a problem. I should still remain prepared. It won't hurt to carry a few grenades. Some dynamite too, for a quick. Ja, da war die Szene vor, bevor er mit Sprechen fertig war. Und ich habe auch gemerkt, die DLCs sind hier auf Englisch, oder allgemein ist Churchill. Gotta find some answers. Und der Untertext auf Deutsch, fragt mich aber nicht, wieso, warum, weshalb. Tocca a te. Non mettermi fretta, mi piace pensare. Che cosa c'è da pensare? Un sacco di complessità. È un. Ma le stanno sparando addosso! Fate attenzione! Provatelo! Provate quel da teilweise verstehe ich. Man sieht noch die Waffe. Den Sinn dahinter nicht. Attenti a dove mettete i piedi! Deve essere vicino! Ja, wieso trifft er nicht? È qui in giro da qualche parte.
Freischuss für umsonst vergoldet. Radio Silence. Macht das Ding ein bisschen Lärm. Teilweise finde ich mal die Baulogik der Level super scheiße. Hinter einem Ziel, nämlich eine Vorladung. Na, jetzt ist eh zu spät. Jetzt wissen sie eh, wo ich stehe. Ich glaube, hinter mir stand, glaube ich, gerade einer. Nee, okay. Ja, das Logik, es sind auf einmal 20 Mann oder was? Ja, ich hab ihn getroffen, er zählt noch als lebendig oder was? Willst du mich eigentlich komplett verarschen, Mann? Das Logik, weißt du, bis er fertig ist mit Nachladen, Alter. Bin ich schon gefühlt 20 Mal tot. Ach, schau, hat er nicht mal automatisch auf eine andere Pisser verwechselt, wenn vor ihm einer steht.
Nein, ich muss erst. Oh, mein Gefäß! Ich muss nachfahren! Anstatt an die Waffe wechseln, der Bastard! Das verstehe ich auch nicht. Ich treffe ihn, aber er sagt, er ist noch am Leben oder was? War mir klar, dass jetzt die sind. Willst du mich verarschen? Ja, genau, der trifft gleich. One-Hit-Shot, weiß doch nicht. Treff den ersten und der ist am Leben. Das ist Logik. Was hackst du mir anders davon, was keine Wartestück-Scheiße? Das ist ein Scharfschützen-Ding da hinten. Abbiamo chiuso in un angolo! Alschak, alle beim ersten Mal schon getroffen, aber nein, er bleibt am Leben! Mi sto muovendo! Das Logik! State alerta! Muori, codazzo! Contatto! Eccolo! È qui in giro da qualche parte. Trovatelo! Sto andando a sinistra! Mantenete le vostre posizioni! Ce l'ho sotto tiro! Mantenetelo!
Einmal runterfallen. Da qualche parte qui. So ist der auch schon mal weg. Ach, geht wahrscheinlich im Angriff nicht. Ach, genau, steht auf. Da lief gerade einer. Ja, Logik und Point, erklär das mal, du zielst genau dreimal auf den Kopf und der bleibt am Leben, oder was? Was beschissen, das gibt's gar nicht, Alter. Ey. Das kannst du den Status verringern. Ohne drauf zu warten, bis neue Fotzen nachjoinen. Das ist das Schlimmste, was es geben kann. Dass dieses Fix-Game mit Absicht jetzt so lange wartet, bis ich die ganze Map ausgelöscht habe. Welcome back to Siva, Ghost. Yours, Raubvogel. Wir kriegen das Gebäude ab! Wir haben ihn! Jetzt haben wir ihn! Better move. Greif ihn ab! Du bist ein guter Mann! Verfluchter Amerikaner! Bewegung! Was gibst du mir, diesen scheiß Tommy Gun, du Bastard? Er ist hier irgendwo. Mit einer Tommy Gun kann ich mehr auf 1,5 Meter Soldaten töten! Bewegung! Wenn er hier ist, finden wir ihn. Bleibt in Deckung! Ich sehe ihn! Ja, hallo, wir waren Freund. Ja, zweites Mal daneben ist richtig. Das Logik will ich gerne so hart verstehen, Alter. Und dann mal danach diese Entwickler hart damit fisten mit deren Logik.
Ja, komm mal, andere Mission wird mir gar nicht mehr angezeigt. Weil ich hatte da hinten noch was. Die Logik will ich mal verstehen, dass dieser Schwachmaten im Gehen Einsatz hier und schießen können. Das schafft keiner, auch nicht mal eine männliche oder eine weibliche Schwuchtel. Noch höher kann ich nicht. Achso. Für Scharfschütze ist halt gut geeignet, wenn man auch nicht mehr runterziehen kann, ne? Ihr Fotzen. Diesen Entwickler will ich mal kennenlernen. Der diesen Bullshit produziert hat. Könnt ihr was erkennen? Nur noch wenig Munition. Noch nicht. Alles ruhig bisher. Lass uns beide noch kommen oder was? Das hat ja einen Vorteil, wenn man aus der Reichweite ist, ne? Flasche lasse ich jetzt einmal sein. Er ist untergetaucht. Jeder kann über so eine Sandsackkacke hochspringen. Jetzt nur nicht unachtsam werden. Ja, ja komm, null. Nun. The Eastern Road is my way out. Gibt's schon ewig? Nein.
Feind hier an! Great. More of them. Weiter! Vorwärts! Achtet auf Sprengfallen! Gut, dass du sagst, achte auf Sprengfallen. Saftsack. Ich rücke auf. Huch. 1, 2, 3, 4. Willst du mich verarschen? Ich bin einer Reihe, du Homo. Lea. Da ist noch einer. Ja, moin. Und er kann nicht über diese Scheiße rübersprengen. Der Sack, Alter, ey. Wir wissen, wo er steht. Da. Nanu? Vorsicht! Habt ihr das? Alle bloß in Ruhe. Ja, Trophäe halten. Überraschung, Überraschung. Nicht zu viel Trophäe, okay? Drive. You're gonna tell me everything you know. The driver called them Schutzvollstrecker. Said their base is in the Reef Mountains. My turn to pay him a visit. Ja, visit. Setzt die Lebensmittelvorräte der was? Garnison in Brand und töte hochrangige Gelegenheitstiere. Ja, wie gesagt, wenn ihr auf der Karte nicht angezeigt wird, kann ich sie auch nicht vollenden. Und ich habe keinen Bock, über die ganze Map zu laufen. Wenn ich einen Teil auslösche, geht es zum anderen löschen. Auch die Verzeugung sind nämlich auf dem ersten Teil, wo ich zuerst ausgeschaut habe, sind nämlich wieder voll gesucht. Da habe ich nämlich keinen Bock drauf. Das ist komischerweise irgendwie in jedem Kackspiel so. Machst du einen Bereich safe, gehst einen weiter und willst dann wieder zurück, weil du was vergessen hast, ist das safe.
Richtig, nicht mehr sicher. So, dann bedanke ich mich erstmal bis hierhin fürs Zugucken, bis für den ersten Teil von drei Teilen, die rund um Churchill spielen und vom ersten von insgesamt vier Add-ons als DLC-Erweiterung. Und wir werden uns dann im zweiten Teil der Erweiterung hier wiedersehen.